Lager 1 mit Ausgangssperre in Österreich. Und da Radlfahren von der ganzen Regelung eigentlich ausgenommen ist, habe ich gedacht, gehe noch ein paar Runden fahren, bevor es gar nicht mehr geht. Und ja, mal schauen, was heute so geht. Könnte das letzte Mal sein für ein paar Wochen. Schauen wir mal. Nice. Hört sich so an, als hätte ich was verloren. Aber ist alles da. Die Situation ist ja die folgende. In Österreich, man darf das Haus eigentlich nur mehr verlassen, um einkaufen zu gehen, wie wahrscheinlich im Rest Europa auch. Oder um andere dringende Erledigungen zu machen. Ausgenommen ist aber, dass man zum Beispiel laufen gehen darf oder Radfahren eben. Da gibt es eine Ausnahmeregelung noch, worüber ich sehr froh bin. Ich meine, in Großgruppen oder in Gruppen darf man so nicht mehr. Aber solange wir allein zu zweit sind, dürfte es normalerweise kein Problem sein. Aber mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ein paar Meter noch, dann sind wir oben. Boah. Das Wetter ist echt angenehm. Bisschen frisch, bisschen windig. Aber nicht zu kalt. Perfekt zum Radfahren. So, ganz rauf fahren wir heute nicht mehr. Das geht sich gar nicht aus mit dem Licht. Aber ein Schachner-Trail. Und dann gehen wir noch einmal an heute. Es ist so komisch. Gar keine Leute unterwegs. Normalerweise sind die Wege da um die Uhrzeit noch recht gut gefüllt, aber man merkt es doch stark. Ah ja. Das war's dann auch schon wieder für heute, da ich erst später gegangen bin und nicht mehr so viel restlich über. Aber hat trotzdem echt Spaß gemacht. Das ist jedem nur zu empfehlen, der weiß noch geht, geht's raus, geht's Radfahren. Ist ein Gaudi.